Abnehmen für Mütter. Heute geht es weiter mit dem Thema Abnehmen für Mütter und heute geht es um das Thema Gegenwart empfinden bzw. im Jetzt leben. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und warum kommt es jetzt in unsere Abnehmreihe wieder? Es geht darum, wenn du im Hier und Jetzt lebst, dann bist du nicht ständig am Futtern. Ja? Auch ich habe manchmal dieses ständige Futtern, aber auch nur dann, wenn ich in der Vergangenheit bin oder in der Zukunft mit meinen Gedanken, dann fange ich an, einfach zu essen. Aber je bewusster du deine Gegenwart spürst, desto eher ernährst du dich gesünder und lässt deinen Körper einfach in Ruhe. Ja? Weil wenn du wirklich bewusst bist, hast du in dem Moment keinen Heißhunger. Wir steigen mal sofort ins Thema ein. Ich habe die gleichen Klamotten wie letzte Woche. Warum? Ich habe jetzt die beiden Videos. Letzte Woche ging es ja um Beziehungstipps. Diese Woche geht es um Gegenwart empfinden und damit sich einfach gesünder ernähren. Habe ich in einem Tag gedreht, weil ich zwischendurch nicht im Lande bin. Ich fliege ja nach London. Und aber dazu kommt auch nochmal ein extra Video auf meinem Kanal. Ansonsten kannst du mich gerne auf Instagram verfolgen. Da zeige ich auch meistens oft live oder ja, aktuell, was ich so mache. Da gibt es dann kleine Videos. Kannst du Insta live, kannst du reinschauen, auch die Bilder. Und übrigens komm auch nochmal in die Facebook-Gruppe Abnehmen für Mütter. Ich habe es dir unten verlinkt. Wohlfühlgewicht erreichen als Mutter, glaube ich, heißt das, oder als Mama. Komm auch nochmal da rein. Auch da poste ich nochmal Blogs und wir schreiben uns gegenseitig ja, zum Thema Abnehmen. So, das Thema Jetzt, Gegenwart. Da geht es um sehr stark um das Buch von Eckhart Tolle, Jetzt. Davon hatte ich, glaube ich, auch letzte Woche schon gesprochen. Ein wirklich geniales Buch, wie du deine Gegenwart mehr leben kannst. Wir wissen ja alle, dass wir die Zukunft nie erleben und dass wir die Vergangenheit nie bewusst erleben. Die haben wir mal erlebt. Ja? Die Vergangenheit liegt zurück und die Zukunft liegt noch vor uns. Wir leben immer, immer, unser gesamtes Leben immer in der Gegenwart. Also du hast noch nie die Zukunft erlebt. Die Zukunft ist dann, okay, morgen werde ich zum Bäcker gehen. Gut, wenn du aber morgen, es ist jetzt morgen, du gehst jetzt zum Bäcker, es ist wieder Gegenwart. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, die Zukunft und die Vergangenheit sind nur Erzählungen oder Erwartungen, aber nie bewusste Erlebnisse. Bewusste Erlebnisse hast du immer in der Gegenwart. Und Eckhart Tolle erzählt halt in dem Video, in dem Hörbuch, ich habe den als Hörbuch, kann ich dir nochmal unten verlinken. Ganz, ganz, also wirklich tolles Hörbuch, aber nicht so einfach zu verstehen. Das muss man wirklich öfters hören, um tiefer in das Thema reinzukommen und das Bewusstsein einfach dafür zu öffnen. Ja? Und umso offener unser Bewusstsein ist in diesem Leben, desto glücklicher können wir leben. Und wenn wir im Hier und Jetzt leben, erst dann können wir wirkliches Glück erfahren. Und wenn du wirkliches Glück erfährst, hast du in dem Moment kein Leid, kein Stress, kein Druck und fängst nicht an, dich mit irgendwelchen Fressattacken zu beschäftigen. Bei mir ist es manchmal so, also gerade aktuell, meine Geschwister und ich haben eine Phase, die wir gerade erleben, die ist nicht so schön. Dazu kommt irgendwann mal ein Video. Mein Vater ist halt sehr schwer krank, sehr, sehr schwer krank. Und es ist gerade eine sehr schmerzliche Phase, die wir gerade erleben. Und ich habe gerade in ein paar, also wir sind ja ständig im Krankenhaus. Und ich hatte, es fällt mir jetzt schon sehr schwer darüber zu reden, aber ich hatte wirklich Momente so gelitten, weil ich ihn halt auch leiden sehen habe. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob dann mein Unterbewusstsein oder meine Seele oder meine Psyche damit in dem Moment so nicht klarkam, dass ich einfach zu Hause im Stehen anfing, Sachen zu essen. Das, was da war, einfach essen und Thema wechseln und mich um die Kinder kümmern, um nur nicht dieses Bild vor Augen zu haben, wie mein Vater in dem Moment leidet. Ja? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Jeder hat sein Problem. Es gibt andere, die haben andere Probleme und andere Gedanken. Ja? Und ich habe gemerkt, es waren dann Momente, wo ich dann im Stehen, zum Beispiel hatte ich mir, mein Mann hatte da Eis gekauft, diese Waffelhörnchen, das ist auch nicht vegan, mit Milch und so. Ich habe es mir einfach aus der Kühltruhe rausgeholt, da waren nur drei Stück und ich habe ja drei Kinder. Ich habe mir einfach eins rausgeholt und fing an, das zu essen, ohne nachzudenken. Ich weiß nicht, was in meinem Bewusstsein in dem Moment war. Ja? Ich war auch nicht, in dem Moment war ich auch nicht bei meinem Vater, aber keine Ahnung, ich war nicht bewusst hier im Hier und Jetzt. Ja? Vielleicht war ich bei der Zukunft, bei der Vergangenheit, keine Ahnung. Und fing an, das Eis zu essen, total genervt. Und irgendwann dachte ich mir, was machst denn du hier? Du isst doch eigentlich sowas nicht. Es schmeckt dir noch nicht mal. Was ist denn los? Und da habe ich dann erstmal das Eis erstmal weggelegt und überlegt. Ich war voll gierig danach, wollte weiter essen. Es hat natürlich geschmeckt, war voll süß. Aber nicht so geschmeckt, dass es mich befriedigt, sondern schon fast eklig süß, ja, dieses ganze Chemiezeug. Aber egal, es ist ein anderes Thema. Aber ich habe gemerkt in mir so eine Gier, so eine Fressattacke. Ich will das jetzt trotzdem zu Ende essen. Dann diese knusprige Waffel, da ist Schokolade drin, die Nüsse. Isst es doch einfach. Und ich fing mich an zu hinterfragen, was ist denn los? Und dann habe ich gemerkt, ich bin nicht wirklich da, war einfach total durcheinander, halt dann doch wegen meinem Vater. Habe dann an die Kindheit gedacht, wie war unsere Kindheit, wie hat er mich behandelt. Und jetzt plötzlich sehe ich ihn so, er war immer ja so der starke Mann. Jetzt sehe ich ihn so verletzlich und so. Ja, also ich war wirklich nicht im Hier und Jetzt. Ich wäre dann einfach woanders. Aber ich
bin dafür verantwortlich für meine Gedanken in dem Moment, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Jetzt bin ich aber gerade in der Küche. Jetzt gerade höre ich meine Kinder sprechen. Jetzt gerade habe ich einen Topf auf dem Herd und es kocht. Ja? Ich sollte diesen Moment bewusst wahrnehmen und nicht mit meinen Gedanken woanders sein. Klar kann ich es annehmen, ja? Dann nehme ich es einfach an und setze mich hin und sage, okay, mit meinen Gedanken bin ich jetzt gerade bei meinem Vater. Und dann, okay, Kindheit war schön. Mhm. Aber dann setze ich mich hin und mache nicht nebenbei was anderes, indem ich irgendwas esse. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, bewusst, was wirklich nicht einfach ist, beobachte das mal. Wenn ich im Hier und Jetzt bin, bewusst, dann empfinde ich das Leben als viel schöner. Jetzt frage du dich, ja, wir haben alle unsere Probleme und unsere Belastungen und so weiter, aber jetzt in dem Moment, wo du mir zuhörst, wo du gerade das Video schaust, leidest du gerade in dem Moment unter dem Problem, was du in deinem Leben gerade hast? Tut es dir jetzt gerade weh? Oder was machst du gerade? Was empfindest du gerade? Leidest du gerade? Oder vielleicht spülst du gerade Geschirr und hörst nebenbei zu. Vielleicht sitzt du gerade auf der Couch und schaust dir das Video an. Vielleicht räumst du gerade auf und schaust dir nebenbei das Video an. Das heißt, in diesem Moment geht es dir gut. In diesem Moment empfindest du kein Leid. Ja? Du wirst gerade nicht geschlagen, du wirst jetzt nicht gerade aufgeschnitten. Du hast in diesem Moment kein Schmerz, kein Leid. Und wenn du ein Problem hast, unter das du leidest, denk mal jetzt gerade darüber nach in diesem Moment. Leidest du gerade aktuell darunter? Nein, weil du mir gerade zuhörst, was ich erzähle. Du musst dich ja darauf konzentrieren, was ich gerade sage, beziehungsweise auf das Bild, was du gerade siehst. Ich hoffe, es kommt an, was ich sagen möchte. Was ich sagen möchte, ist, dass wir es bewusst in der Hand haben, an was wir denken. Und ich gebe dir mal eine Aufgabe. Beobachte dich jetzt mal in deinem Alltag, egal was du machst in deinem Alltag, beobachte mal deine Gedanken. Und stell dir mal vor, in dir drin ist ein Beobachter drin, der deine Gedanken beobachtet. Und dann wirst du merken, du bist nicht deine Gedanken. Du hörst deine Gedanken. Ich denke jetzt zum Beispiel, okay, ich muss hier eigentlich noch staubsaugen und das machen. Und dann beobachte mal gerade, wie du das denkst. Wenn du so weit bist, bist du voll das große Stück weiter, um dein Bewusstsein zu erweitern. Weil dann merkst du, wow, ich denke, aber ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich denke gerade und ich kann die Gedanken beobachten. Geil! Beobachte mal den Gedanken. Und wenn du so weit bist, dass du deine Gedanken beobachten kannst, kannst du schon mal glücklicher leben, weil du dann deine Gedanken, wenn du die beobachtest, bitte ohne zu kommentieren, ohne zu denken, oh, das war jetzt voll blöd von mir, warum muss ich jetzt daran denken? Nein, lass die Gedanken zu, beobachte die einfach nur. Einfach nur beobachten. Und wenn du die beobachtest, kannst du mit der Zeit bewusst deine Gedanken auf etwas Schönes lenken. Jetzt beispielsweise in meinem Fall mit meinem Vater, was wirklich sehr, sehr schmerzhaft ist, was wirklich nicht einfach ist, aber ich kann bewusst meine Gedanken dahingehend lenken, dass ich nicht den ganzen Tag irgendwo rumsitze und heule. Ja? Ich könnte mich jetzt auch hinsetzen und den ganzen Tag heulen und fragen, warum ist das so gemein? Warum mein Vater? Warum muss er so leiden? Warum hat er so Schmerzen? Warum muss ich ihn so leiden? Das muss ich in dem Moment, muss ich doch nicht. Ja? Was bringt es mir? Wird er sich freuen, mein Vater, wenn er sieht, dass ich die ganze Zeit da sitze und heule? Nein. Natürlich habe ich auch meine Momente, wo ich diese Gefühle zulasse, wo ich weine, ja, wo ich sehr verletzt bin, wo ich sehr, sehr traurig bin. Diese Gefühle habe ich auch, aber ich lasse sie zu. Die sind sehr schmerzhaft, aber ich lasse sie zu. Gerade zum Beispiel jetzt mal abends, wenn die Kinder schlafen und ich sitze dann da und mir kommen die Tränen runter, dann spüre ich diesen Schmerz, der tut unglaublich weh, aber ich lasse ihn zu und dann ist er weg. Dann ist der Schmerz weg. Aber wenn ich ihn unterdrücke, das will ich dir dann auch halt wegnehmen, dieses Gefühl. Also nicht diesen Schmerz unterdrücken, wenn du irgendein Problem hast. Lass das Gefühl zu. Denk halt darüber nach. Du kannst an diesem Gefühl baden, so richtig ausleben, weinen, schreien, fragen, warum ist das so gemein. Aber dann ist dieses Gefühl auch gegangen. Weil Gefühle, sagt man, bleiben 3 Minuten bei uns. Ganz genau nur 3 Minuten, dann sind die weg. Und das andere, was bleibt, ist das, was wir festhalten. Wenn du dann an diesen Gefühl festhältst, dann ist es ja dann schon Vergangenheit. Übe dich in der Achtsamkeit, das Hier und Jetzt zu genießen. Ja? In meinem Leben ist auch nicht alles perfekt. Es gibt Dinge, ich werde doch dazu ein Video machen. Also bei mir im Leben läuft es gerade so wie in einem Film. Ich habe das Gefühl, ich bin in einem Film drin. Es passieren Sachen, wo ich echt geschockt bin, wo ich merke richtig, dass meine Persönlichkeit gerade am Wachsen ist. Wie gesagt, es gibt Dinge, die passieren, wo ich denke, das gehört in einen Film gerade. Krass, jahrelang war ich von etwas überzeugt und plötzlich geht es total kaputt und es hat gar nicht gestimmt, es ist ganz anders. Und Dinge kommen raus, wo ich echt... Aber ich halte nicht den ganzen Tag an diesen Gedanken fest, sonst wäre ich kaputt, sonst wäre ich echt nur am Heulen, sondern ich genieße das Hier und Jetzt bewusst. Wenn ich rausgehe, gehen meine Gedanken immer wieder an diese Dinge, die gerade passieren, aber ich gucke mir dann den Himmel an.
den wunderschönen Himmel, hat total die schöne Farbe. Das ist immer eine andere Farbe, mal hellblau, mal dunkelblau, mal weiß. Muss man ganz genau angucken, dann die Wolken. Und dann genieße ich das hier und jetzt, dass ich gerade auf dieser Erde laufe. Ja? Ich laufe gerade zum Kindergarten, hole meinen Sohn ab. Dann sehe ich eine Katze vorbeilaufen, dann schaue ich mir die Katze an. Man muss es nicht bewerten, einfach nur gucken. Ich bin doch gerade jetzt hier, ich muss doch jetzt nicht leiden wegen Dingen, die früher passiert sind oder wegen Dingen, wo ich enttäuscht wurde, weil ich wusste nicht, dass das so ist, dass ich verarscht wurde, dass ich manipuliert wurde. Das ist halt so, wie es ist. Ich habe geweint, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ich finde es gemein, aber ich nehme es an, ich akzeptiere es. So ist halt das Leben. Ich habe es jetzt nicht verstanden, aber ich nehme es an, es ist so, wie es ist und genieße trotzdem die Gegenwart, so wie sie ist. Und wenn du in einer Situation bist, die du gar nicht annehmen kannst, wo du sagst, es geht gar nicht, dann hast du drei Möglichkeiten. Ändere die Situation. Wenn es nicht geht, geh einfach aus dieser Situation raus. Und wenn es gar nicht geht, akzeptiere die Situation. Du hast ja dann keine andere Möglichkeit, wenn du davon ausgehst, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Dann nimm sie erstmal an. Dann, wenn du sie annimmst, dann geht der Druck weg. Dann geht, weil wenn wir die ganze Zeit unter Druck sind, wird das Problem nur immer größer. Es wird immer mehr da sein. Es wird immer da bleiben. Es geht nicht weg. Wenn du es aber akzeptierst, so wie es ist, dann kommt die Lösung mit der Zeit. Und dann kann die Situation, die du ganz schlimm findest, die kann sich mit der Zeit dann auflösen. Ja? Wenn du es annimmst, wenn du rausgehst oder wenn du sie änderst. Mit diesen drei Punkten. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Und beobachte das mal, Kinder. Jetzt noch abschließend eine Geschichte. Wenn ganz, ganz kleine Kinder leben immer im Hier und Jetzt. Ja? Wenn die verletzt sind, dann heulen die ganz schlimm. Wenn die glücklich sind, dann lachen die ganz lustig. Und ihr kennt das ja von Kindern, die jetzt in einer Sekunde voll schreien und in der nächsten Sekunde plötzlich voll lachen. Die sind im Hier und Jetzt. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel weine und traurig bin, könnte ich auch im nächsten Moment voll lachen, weil irgendwas süß ist. Aber oft schämt man sich und sagt, ja, aber ich habe eben noch gerade geheult, ich kann doch jetzt nicht lachen. Aber weil wir wieder nachdenken, weil wir wieder in der Zukunft sind und weil wir wieder unsere Programme ablaufen lassen. Aber geht doch gar nicht. Ein Beispiel, mein Kleinster, wenn wir zum Beispiel jetzt auf dem Spielplatz sind, ja, und er hat jetzt sein kleines Dreirad und sein Spielzeug, dann kommt er zu mir und sagt, Mama, passt da drauf auf. Ich sage, ja, aber ich gucke ja nicht hin, ich gucke dann irgendwo hin oder lese ein Buch oder so, und dann sagt er, Mama, passt da drauf auf. Und ich denke mal, ja, ich gucke doch, Loni, ich bin doch da. Er sagt, nein, passt drauf auf. Und was meint er? Bleib im Hier und Jetzt. Also ich soll mir wirklich bewusst sein Fahrrad anschauen und bewusst darauf aufpassen, aber nicht mit meinen Gedanken woanders sein. Für ihn ist das ja normal. Das ist ja sein Bewusstsein, im Hier und Jetzt zu bleiben. Gib du mal einem kleinen Kind etwas, er soll darauf aufpassen. Er hält es fest die ganze Zeit, bis du kommst. Der lässt es nicht irgendwo liegen und macht was anderes. Er bleibt dann bei der Sache da. Er bleibt dann im Hier und Jetzt. Und das finde ich dann so süß, wo er mir dann, das war jetzt vor ein paar Tagen, wo er meinte, jetzt passt drauf auf, paar Mal, ne? Ich bin immer wieder mit meinen Gedanken abgeschweift und dachte, okay, ich bleibe jetzt hier. Hab mir das Fahrrad angeschaut, dachte mir, oh Gott, ihr seid so goldig, Kinder, ja. Bin aber dann wieder mit meinen Gedanken abgeschweift, ja. Bin dann irgendwann auf die Wolken, auf die Wiese, auf die Kinder und habe mich beobachtet von weitem. Mama, pass aufs Fahrrad auf! Was wir von den Kindern lernen können, ist das bewusste Erleben der Gegenwart, ja. Das bewusste Zulassen unserer Gefühle. Wenn wir lachen müssen, dann lachen wir einfach. Wenn wir weinen müssen, dürfen wir auch weinen. Und wenn du deine Bewusstheit lebst, deine Gegenwart lebst, dann wirst du auch mit dem Essen ganz anders umgehen. Dann nämlich, wenn du weißt, das ist jetzt gerade Gegenwart, ich sitze jetzt gerade hier und ich esse mein Mittagessen, wirst du langsamer essen. Und nicht hektisch essen, weil ich muss noch Geschirr spülen, danach muss ich noch raus. Wenn du im Hier und Jetzt bist und dein Essen siehst, dann bist du erstmal dankbar für dieses Essen. Und dann können deine Gedanken abschweifen an die Bauern, die hergestellt haben, die das Acker gemacht haben, die den Samen in die Erde gelegt haben, wie diese Pflanze gewachsen ist, dass es zur Kartoffel wurde und danach ist es Pommes geworden zum Beispiel. Dann bist du im Hier und Jetzt und kannst es in Ruhe genießen, dein Essen. Und wenn du bewusst dein Essen genießt, wirst du auch schneller satt sein, weil du bewusst im Hier und Jetzt bist. Und dann, ich meine, in unserer heutigen Zeit sind wir ja meistens alle im Stress, aber integriere das bitte in dein Leben trotzdem. Ja? Integriere es trotzdem in dein Leben, weil du kannst trotzdem, auch wenn du Stress hast, kannst du dir bewusst machen, ich habe jetzt gerade Stress. Warum? Weil ich muss um 9 im Kindergarten sein, es ist jetzt 8.30 Uhr und ich muss mich jetzt beeilen. Okay, aber was muss ich denn machen? Und dann sei eben hier und jetzt und guck dir die Wohnung an und überlege, okay, ich muss noch das Brot machen, komm, wir machen gemeinsam das Brot. Und dann nimmst du bewusst das Messer, schaust dir bewusst die Butter an und schmierst bewusst das Brot, bist aber nicht im Kindergarten, weil du musst ja eh da sein, du wirst auch da sein. Und wenn es 5 Minuten später ist, ist es halt 5 Minuten später. Das kannst du nicht besser machen, indem du ständig in der Zukunft bist. Schmierst du das Brot, schneidest es, gibst es deinem Kind, genießt es, wie er da reinbeißt und wie er dich anlächelt. Und dann zieht ihr euch an und
du strahlst dann diese bewusste Ruhe aus und deine Umgebung wird dann auch bewusst ruhiger. Und oft kommst du sogar pünktlich an trotzdem. Und auch wenn du nicht pünktlich bist, wird es meistens auch kein Drama sein. Wenn du zu diesem Thema Fragen hast, ich habe es bestimmt jetzt voll lang in die Länge gezogen, gell, dieses Bewusstsein und alles. 20 Minuten. Dann, ich werde jetzt das Video beenden. Leider ist es sehr lang geworden. Ich hoffe, dieses Thema hat sich ein bisschen mehr geöffnet für die Gegenwart, für das Hier und Jetzt, warum es so wichtig ist, in der Gegenwart zu leben und dass du wirklich damit gesünder leben kannst, glücklicher leben kannst. Und wenn man bewusster ist, wenn du bewusster bist, kannst du dich nicht ungesund ernähren und dann kannst du nicht abnehmen. Dann wirst du automatisch dich gesünder ernähren und abnehmen und in einem gesunden Körper leben. Ich wünsche dir ein wundervolles Erleuchten, ein Bewusstsein. Es hat jetzt nichts mit diesem ganzen Krimskrams zu tun, mit Astrologie und keine Ahnung, was es da alles gibt, sondern wirklich, dass du bewusster wirst, dass du dein Leben einfach bewusster genießt im Hier und Jetzt und somit mehr Glück in dein Leben reinholst. Weil das ist für mich der Sinn des Lebens, dieses Glücklichsein und diese Liebe erleben. Das gefällt mir, das macht mich glücklich. Natürlich gibt es auch die schmerzhaften Seiten, aber erst wenn ich die schmerzhaften Seiten erlebe, kann ich die schönen Seiten erst mehr genießen, weil ich dann weiß, oh mein Gott, wie schön ist eigentlich das Leben. Ja? Dann, es ist halt so in unserem Leben. Zum Guten gibt es immer das Schlechte. Das ist die Polarität in dieser Erde. Es geht nicht anders. Wenn es Schlechtes gibt, gibt es auch Gutes. Wenn es Glück gibt es auch Unglück. Wenn es Liebe gibt es auch Hass. Gibt es beides, aber lasst uns doch die Liebe miteinander vermehren, verteilen, dass wir mehr Liebe spüren durch die Videos, mehr Glück, mehr Zufriedenheit. Und damit beende ich das Video. Bis zum nächsten Mal.